So, liebe Leute, willkommen zurück bei Gothic 1, meinem Let's Play. Ich bin der Tefgal und wir wollten heute mit Aiden reden, diesen mysteriösen Jäger, dem wir in der Wildnis begegnet sind. Aiden, was sagst du? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Kann ich das nicht schon? Naja, mal gucken. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Alles. Häuten von Reptilien, das hatten wir eigentlich schon. Ein Lernpunkt und 100 Erz. Ach komm, mach mal jetzt voll. Ist egal. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Das war ein unglaublich teurer Tipp. Und mehr machst du nicht. Sitzt nur draußen rum und lehrst Dinge. Na gut, wir wollten ja ursprünglich ins alte Lager wieder gehen. Hat uns dabei gründlich verlaufen, so hat man ja Aiden kennengelernt. Ja, dieser sehr gesprächige Typ. Und da ich wieder mal keine Ahnung habe, wo wir eigentlich sind, gucken wir uns einfach mal die Karte an. Ja, die Karte zur Altmina reicht hoffentlich. So, wir sind da. Wenn wir jetzt geradeaus weitergehen würden, würden wir, glaube ich, direkt dahin kommen, wo wir hin sollten. Aber ich würde auch lieber den Weg zurückgehen, in dem wir hingegangen sind, weil ich glaube, vor uns ist so einiges Gefährliches und ich glaube, wir sind ja diesen Weg nicht gegangen, weil hier so viele Orks und Goblins waren. Ja, ja, so ist das. Das heißt, wir gehen hier rüber. Vergesst natürlich nicht diesen Höllenpilz. Ja. Ich habe wahrscheinlich schon reichlich Pilze vergessen und reichlich Pflanzen. Das tut mir persönlich weh. Aber da kann man wohl erstmal nichts machen. Oh, ein Seraphim. Da hinten ist ein Feuerchen. Ach, hier waren wir ja schon. Genau, hier sind wir rübergegangen. Ich werde jetzt nochmal alle paar Meter praktisch gucken, wo wir eigentlich sind. Das ist nicht total sinnlos rumlaufen. Ja, wir gehen jetzt über die Brücke und dann irgendwann nach rechts. Hier ist die Brücke. Hier hat mir, glaube ich, einige Scavenger erlegt. Ja, doch. Ich meine mich zu erinnern. Hier sind Sumpffliegen und da ist eine weitere Brücke. Ich glaube, wenn wir da lang gehen oder so, müssten wir zum alten Lager kommen. Ja, genau. Wir folgen einfach dem Fluss. Fließt der Fluss dann zufälligerweise in die richtige Richtung? Mal abgesehen davon, dass da unten Lurker rumkrauchen, die wir sicherlich mal meiden sollten. Tatsächlich, er scheint in die richtige Richtung zu fließen und tja, dann halten wir uns einfach mal am Fluss. An den Fluss, nicht am Fluss. Oh. Das war. Die wollte ich ja. Ach, stimmt, auf dem Hinweg habe ich die gesehen und habe die eigentlich damals schon ganz toll gemieden. Diesmal habe ich es offensichtlich nicht geschafft, verdammt! Huh. Ja, jetzt folgt uns eine lustige kleine Herde von Goblins. Ich bin sicherlich auch nicht gewillt, stehen zu bleiben, noch nicht mal für diesen Seraphim. Seraphis, wie auch immer. Moment. Haben sie abgelassen? Sie haben abgelassen. Die Konsequenz ist klar. Wir holen uns Seraphis. Oh, ich höre sie schon wieder. Lauf! Lauf, Junge, lauf! Lauf, unbekannter Held. Lauf direkt zu den Scavenger, die du umbringen sollst. Die da fröhlich vor sich hinschlafen. Und die ich jetzt töten werde. Hallo, Scavenger. Zack, zack, zack. Jawohl. Schön Popoklatsch mit Axt. Einmal das. Und einmal das. Und jetzt gehe ich auch schon wieder. Bei der Nacht schlafen natürlich auch schon viele Tiere. Was hier auch sehr schön ist in Gothic. Wie gesagt, eine tolle Atmosphäre im Spiel. Noch steigen wir direkt mal ins Wasser. Das Problem ist allerdings, man sieht sie auch schwerer. Natürlich einerseits wegen den schlechten Sichtverhältnissen. Haha, überraschend in der Nacht. Andererseits aber auch, weil sie sich praktisch da zusammenlegen, zusammenkrümmen, könnte man sagen. Und dann
stolpert man mal unversehens auf irgendeinen Wolf oder so oder mehrere Wölfe, Quatsch, ein ganzer Wolfsrudel. Und das kann relativ schnell tödlich enden. Was wir nicht unbedingt beschwören wollen. Und hier ist die Brücke, mein Gott! Bin ich glücklich hier zu sein, nach einer wahren Odyssee. Jungs, was ich erlebt habe! Jungs, was sagt ihr dazu? Was macht ihr hier? Hast du irgendeinen Tipp für mich? Komm! Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Ja, das war kein schlechter Tipp. Na, sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Ja, du bist ein lustiger kleiner Kauz. Deswegen stehst du doch hier an der Brücke. Ein total super Posten, den du erwischt hast. Na gut. Ja, das sah kurz aus wie eine Pflanze, die ich vergessen hätte, aber... Da habt ihr nochmal Glück gehabt, ihr Pflanzen, ihr pflegeligen Pflanzen. So, und jetzt sehen wir das dunkle Lager. Ach, das dunkle Lager bei Alt. Nein, das alte Lager war bei Dunkelheit. Was wollten wir eigentlich hier? Ach so, ja, wir haben die Prüfung des Vertrauens geschafft. Das ist nicht super. Diego, schläfst du schon? Ha, ich bin auf der Türstelle schwingen, quatsch dich voll. Ich habe die Liste von Ian. Ich habe die Liste von Ian. Wow. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. A, wo ist der Text? Und B, ist das eine sehr seltsame Redeperspektive, aber egal. Weißt du, ich trete doch einfach mal ein. Mach's gut. So. Hallo, Diego, jetzt nicht pennen. Diego, genau. So nicht, mein Freund. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Das dachte ich mir schon. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Herr Jemine. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Ich überlebe mir nicht mal Kirgo. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Halt dich ran! Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. So, also zwei Dinge. Erstens muss ich offenbar nochmal zu Whistler, oder nee, Quatsch, zu Fingers, um nochmal mit ihm zu sprechen, weil er offensichtlich noch nicht sein Fürwort gegeben hat. Und zweitens muss ich nochmal zu Dexter. Ich habe ja jetzt das Rezept ergattert. Aber Diego, kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Ich möchte behaupten, meine Kampfkraft sollte mal gesteigert werden. Immer mal Stärke plus 5. Unglaublich. Deine so. Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja, schön. Mach's gut. Wie viele Lernpunkte haben wir jetzt eigentlich noch? Wir haben 11 Lernpunkte. Na, da steigere ich meine Kampfkraft direkt doch mal um 5. Weil dann kann man nicht dieses grobe Schwert benutzen. Und ich will das grobe Schwert benutzen. Ja, ich will dich voll quatschen und du sollst mit mir lernen, Junge. Kannst du mir was beibringen? Ja. Ja, das hat man eben schon. Und nochmal Stärke. Prima. Damit haben wir 20 und dürften ein grobes Schwert benutzen können. Ja, das hatten wir gerade schon. Ja, Diego. Ja. Mach's gut. Ist übrigens sehr schön hier zu sein im alten Lager ohne Matt momentan. Wo ist der wohl? Oh. Tja, ich würde sagen, er schläft. Ich habe ihn nicht getötet. Noch nicht. Wo ist denn das Schwert? Hier ist das Schwert. Schaden 20, benötigte Stärke 20, das haben wir jetzt gerade. Und hier haben wir 13 zu 7. Da nehmen wir noch so ein Schwertchen mit. Zack. Und schon haben wir ein grobes Schwert. Dann begeben wir uns einfach mal auf den Weg zu Dexters Standort. Zwar durfte der jetzt schlafen, aber das ist ja egal. Entweder holen wir ihn aus dem Bett oder wir legen uns gleich in sein Bett, nachdem wir ihn rausgeholt haben, quatschen ihn da voll, wenn es dann wieder Tag ist. Und dann können wir auch gleich zu Fingers gehen, das ist schon ganz in Ordnung so.
Okay, auch diese beiden Hütten sind besetzt. Ich frage mich immer, in welcher Hütte ich eigentlich... Also es gab eine leere Hütte hier für mich. Ich habe sie einfach nur vergessen, wo sie eigentlich ist. Und ich habe keinen Bock, die jetzt eigentlich zu suchen. Ich will die zufällig finden und mich darüber total freuen. Bis zum nächsten Morgenschlafen. Wie oft habe ich euch denn angesagt? Ja, ich habe sogar in ein Bettchen geschlafen. Na, was willst du dagegen machen? Ja. Geh mal weg da. Nee, hier war Dexter nicht. Du warst Whistler, oder du bist immer noch Whistler. Mal ein bisschen Zug hier machen. Ein Gardist. Ach, Moment. Fisk. Hast du eigentlich wieder neues Erz? Zeig mir deine Ware. Nee, was hast du eigentlich allgemein mal so? Du hast Mist, den ich dir verkauft habe, du hast Fleisch, das ich dir verkauft habe, und Fleischpanzer nachgeholt, das habe ich dir wahrscheinlich selbst verkauft. Rostige Schwerter, Kurzschwerter, Bauernwach, Lurker bis. Oh, das richtige Waffen. Schaden 16, 14. Schaden 16, 18, Wunderdorn. Grobes Schwert, das haben wir ja schon reichlich verkauft. Und Buddlerzucht. Toll! Wir hätten einfach Buddlerzucht kaufen sollen, da hätten wir die 10 Schlage nicht investieren müssen. Aber egal, 10 Schlage bringen uns ja auch mehr Schaden ein. Ich glaube, Schaden ist irgendwie... Also ja genau, Schaden wird sich aus einfach nur aus Stärke plus Waffe plus Waffenschaden irgendwie errechnet oder sowas. Also ist nicht so spektakulär. Das heißt, wir machen jetzt einen Schaden von... wo ist meine Stärke? Da, 40, genau. Die Frage ist nur, wo ist Dexter? Bist du Dexter? Nein, doch, Moment, du bist Dexter. Hallo Dexter. Was ist Sumpfkraut? Das heißt schon. Wo ist das Sektenlager? Ich habe das Rezept, das du wolltest. Hier. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Ja, mach das mal, Junge. Hier, nimm das für deine Mühen. Was habe ich jetzt bekommen? Du hast mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Ach stimmt, du warst der Sumpfkrautverkäufer. Ich erinnere mich. Kaloms Rezept ist 100 wert. Ich würde doch durchaus trotzdem mal gerne wissen, was wir eigentlich jetzt gerade bekommen haben. Aber was ist Sumpfkraut? Neue, ach du Scheiße. Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Gut, das war knapp. Ich dachte, es wäre ein längerer Dialog, auf den ich gerade zufälligerweise gekommen bin. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich auf diese Taste hier kommen. Genau, auf N, nicht auf Leertaste. Und erfüllte Mission. Prüfung des Vertrauens. Snuffs Rezept. Verschwundener Gardist. Rezept der Sekte, genau. Was haben wir gerade bekommen? Dexter beeindruckt. Seine Stimme hat Diego bei mir... seine Stimme bei Diego ist mir sicher. Ich weiß trotzdem nicht, was ich bekommen habe. Na gut. Dann soll es uns auch egal sein. Und wir begeben uns zu Fingers. Gucken, ob wir das noch an diesem Teil schaffen. Das könnte sein, wenn wir uns etwas sputen. Beziehungsweise ich. Komm, lauf. 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 Ach, wir schaffen es wohl nicht mehr. Egal. Ah. Lalalalalala. Hey, Grawn. Ah, wir können mal ganz kurz ein Pläuschchen mit Taurus halten. Hallo, Taurus. Ach komm, ich zieh's durch. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez' Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Okay, er bringt uns offensichtlich nicht gleich um. Das interessiert mich doch mal weiter, wie es jetzt weitergeht mit dem Gespräch. Und euch bestimmt auch, deswegen schaltet doch beim nächsten Mal rein. Ich mache hier kurz einen Schnitt.